muss hier erwähnt werden, dass die Milana gerade mal wenige Monate in Österreich lebt. Also wirklich ein herzliches Dankeschön für den Beitrag. Hatira Kapditia, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, aus Bosnien-Herzegowina, wird uns einen Beitrag leisten am Rande der Wüste von Zvevat Karahasan. Oi. Danke. Das ist ein Ausschnitt aus einer Fabel. Es geht um eine Mäusefamilie, die am Rande der Wüste lebt. Ich lese zuerst den Text auf Bosnisch. Moramo se osloboditi svojih grijeha, sine moje, a strah je prvi i temeljni grijeh. Ko se prepustio strahu kao da je počinio sve grijehe koji su uopće mogući, jer svi oni počivaju na strahu, svi oni nastaju iz straha i hrane se strahom. Strah će se prije ili kasnije razviti u svaki od grijehova. Onaj kome je zavladao strah, kao da je već počinio istaju i umorstvo, prevaru i krađu, laž i krivokletstvo. Kažem, kao da je počinio, jer će sigurno počiniti. Strah je sjeme svakoga od trih grijehova i on neće dati mira onome koga je zaposio prije nego počini sve grijehe. Ne vrijedi živjeti u grijehu, grijeh od nas skriva svijet. Pa umjesto stvarnosti i njezinih ljepota, mi od svijeta vidimo samo neke nakaznosti. Strah nam izjeda stvarnost. On se postavlja između nas i stvarnosti kao neko krivo gledalo koje iskrivi sve ono na što nam pogled padne. Kad smo opsjednuti strahom, mi ne vidimo stvari kakve jesu, nego njihove nakazno iskrivljene odraze. Strah u nama zagadi svako osjećanje i svaku misao. Strah nam ne dozvoljava da s bilo kim oko sebe izgradimo neki iskren i nama drag odnos, jer nam naš strah predstavlja prijateljstvo kao prevaru, ljubav kao podvaru, suradnju kao zamku. Molim te, oslobodi se straha. Molim te, prestani se bojati. Wir müssen uns von unseren Sünden befreien, mein Sohn, und die Angst ist die erste und elementare Sünde. Als hätte der, der sich der Angst überlassen hat, alle Sünden begangen, die überhaupt möglich sind, weil sie alle auf der Angst berühren, sie alle entstehen aus der Angst und nähren sie. Aus der Angst werden sich früher oder später alle diese Sünden entwickeln. Als hätte der, in dem die Angst überhand genommen hat, bereits Verrat und Mord, Betrug und Diebstahl, Lüge und Neid begangen. Ich sage, als hätte er begangen, weil er das bestimmt begehen wird. Die Angst ist der Keim jeder dieser Sünden, und wir dem, von dem sie Besitz ergriffen hat, keine Ruhe lassen, bevor er alle Sünden begangen hat. Es hat keinen Wert, in der Sünde zu leben. Die Sünde verbirgt die Welt vor uns und wir sehen anstelle der Wirklichkeit und ihren Schönheiten von der Welt nur ein paar scheußliche Bilder. Die Angst verfrisst uns die Wirklichkeit. Sie stellt sich zwischen uns und die Wirklichkeit wie ein verzerrter Spiegel, der alles, worauf unser Blick fällt, verzehrt. Wenn wir von der Angst besessen sind, sehen wir die Dinge nicht, wie sie sind, sondern ihre scheußlich verzerrten Reflexe. Die Angst in uns besudelt jedes Gefühl und jeden Gedanken. Die Angst erlaubt uns nicht, auch nur mit irgendjemandem in unserer Umgebung eine ehrliche und uns teure Beziehung aufzubauen, weil die Angst uns die Freundschaft als Betrug, die Liebe als Täuschung, die Zusammenarbeit als Falle darstellt. Befreie dich bitte von deiner Angst, hör bitte auf.